Energie gespart wird, Familien Schäffer geht mit einem guten Beispiel voran. Wo Elektromobilität passiert, Emil und die Post und wo Bilder gestochen scharf werden, Volldigitalisierung bei Cablelink. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin. Ums Energiesparen zu Hause geht es gleich in unserem ersten Beitrag und da gibt es viele Möglichkeiten, sage ich Ihnen. Man muss nicht immer gleich ein Passivhaus bauen, eine neue Heizung anschaffen oder Elektrogeräte neu kaufen. Wie man trotzdem sparen kann, zeigt uns in der nächsten Woche eine junge Familie aus Schäffau am Tennengebirge. Das ist die Familie Bernhofer mit ihren drei Kindern. Seit jeher lebte die junge Familie im Haus der Eltern bzw. Schwiegereltern in der Schäffau. Als Samuel und Verena vor knapp 1,5 Jahren noch ein Geschwisterchen bekamen, wurde der Wohnraum aber zu knapp. Dann haben wir uns überlegt, ja, Schäffau, da fühlen wir uns sehr wohl. Wir sind gut haben uns da viele Freunde integriert, mit der Schule, Kindergarten. Die Lage hier ist wunderschön und mit dem Schwiegervater haben wir ein gutes Verhältnis, möchten wir gerne die Wohnungssituation nützen und ja, haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir da das jetzt umsetzen. Ein Neubau auf einem Grundstück in der Nähe kam für die Bernhofers nicht in Frage. Heizung, Wasserversorgung und die sonstige Infrastruktur des Bestandshauses sind noch gut in Schuss. Also warum nicht diese nutzen und Geld sparen? Es ist so die Situation, dass wir hier in dem Elternhaus sind, in diesem Obergeschoss dürfen wir hier ca. 80 Quadratmeter im alten Bestand bewohnen. Und jetzt mit dem Anbau sind es ca. 120 Quadratmeter und wir haben es geschafft, einfach für jedes Kind ein eigenes Zimmer, Kinderzimmer zu haben, wo es auch Vorteile hat, damit man sie zurückziehen kann, zum Beispiel zum Hausübung machen, wie jetzt das einmal in der Schule ist. Aber grundsätzlich die Überlegung, jetzt völlig neu zu bauen mit Grundkauf und ein neues Haus zu bauen mit den heutigen Grundstückspreisen und so, wäre das finanziell nicht möglich gewesen und wollten wir auch nicht. Und wir wollen das Bestehende nützen und das haben wir mit diesem Anbau auch geschafft. In dem hellen und freundlichen Ausbau des Dachgeschosses sind drei neue Kinderzimmer entstanden. Das Wohnzimmer wurde umgebaut. Der Zubau steht auf zwei massiven Stützen. Die Konstruktion musste also leicht sein. Schon allein deshalb setzen die Bernhofers auf Holz. Uns war es wichtig, hier eine qualitativ hochwertige Gebäudehülle zu schaffen. Das haben wir uns frei wählen können. Dadurch haben wir uns entschieden, mit Holz zu bauen. Es ist einerseits natürlich ein ökologischer Dämmstoff, der wunderbare Eigenschaften hat. Andererseits haben wir dann wirklich auch diese Oberfläche im Wohnraum, was sehr heimelig ist, wo man sich wohlfühlt. Und wir haben es sehr gut kombinieren können mit dieser Dämmplatte hier, die Holzwolle-Dämmplatte, die wunderbare Eigenschaften hat, auch zusätzlich noch schwerer ist wie andere Dämmstoffe und dadurch einen besseren Schallschutz gewährt. Die gute Dämmung und viel Sonnenlicht schaffen nicht nur ein sehr angenehmes Wohngefühl, sondern machen die neuen Zimmer auch äußerst leicht beheizbar. Oft reicht sogar der neue Kaminofen im Wohnzimmer, um das ganze Geschoss zu erwärmen. Die Lösung von der Familie Bernhofer ist natürlich klasse. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man mit Ziegel baut und eine Dämmung außen drauf tut. Wichtig ist, dass man bei der Planung schon schaut, dass man wirklich energetisch sinnvoll arbeitet, weil das spürt man dann spätestens in einem Jahr dann am Konto. Wichtig ist aber die Fenster, dass man auf eine Dreifachverglasung schaut und nicht nur auf das Energetische schauen, sondern auch auf den Einbruchschutz und auf den Schallschutz. Die 40 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum waren verglichen mit Neubaupreisen extrem günstig. Auch die zusätzlichen Betriebskosten werden gering sein, weil die Bernhofers Bestehendes genutzt und beim Zubau auf geringen Energieverbrauch geachtet haben. Warum der Energieverbrauch des Zubaus gerade bei Familie Bernhofer so wichtig war, das erfahren Sie in der nächsten Sendung ab 4. Februar. Wir kommen jetzt allerdings zur Elektromobilität. Die Post besitzt derzeit den größten elektrischen Fuhrpark in Österreich. Wichtig ist dabei der Einsatz von Elektroautos. Eines davon steht bei der Post in Salzburg-Itzling und ist gleichzeitig auch ein Emil-Carsharing-Auto. Seit Oktober gibt es direkt bei der Zustellbasis der Post in Salzburg-Itzling eine neue Emil-Ausleihstation. Das Fahrzeug wird doppelt genutzt, untertags von den Postmitarbeitern für die Zustellung, danach kann man es ganz normal ausleihen. Der Transporter ist in das bestehende Carsharing-Portal von Emil eingebunden und kann ab 3,90 Euro pro Stunde inklusive aller gefahrenen Kilometer ausgeliehen werden. Bei den Mitarbeitern der Post ist das Elektro-Lieferauto sehr beliebt.
Das Fahrzeug fährt total angenehm. Es ist sehr leise, es beschleunigt gut, es ist flott. Und ja gut, wie eine Automatik zum Fahren, das ist natürlich immer fein. Dadurch, dass er so leise ist, darf man in der Früh auch keine Bewohner wecken. Für die Emil-Kunden bedeutet das neue Fahrzeug neue Einsatzgebiete. Dank des großen Ladevolumens hat alles Platz, was man für größere Beförderungen benötigt. Wir verwenden das Fahrzeug für die Zustellung von der Post, natürlich auch Paketen und Kleinpaketen und Werbesendungen. Und im Schnitt sind wir so an die 28 Kilometer damit im Zustelldienst unterwegs. Vom Laderaum her ist ausreichend vorhanden, oder? Ja, vom Laderaum, er ist hinten richtig schön groß, da bringen wir so einiges rein. Emil bietet derzeit 20 E-Autos an 15 Ausleihstationen in Salzburg an. Weiters wurde neben dem neuen Emil-Standort in der Jakob-Haringer-Straße eine Schnellladestation mit einem reservierten Parkplatz für E-Autos errichtet. An der öffentlich zugänglichen Ladestation können E-Autofahrer in nur 15 bis 30 Minuten ihr Fahrzeug schnell laden. Das Laden ist bis März 2016 kostenlos. Auch wenn Post draufsteht, alle Emil-Kunden können also das Auto für Transporte mieten. Wir machen einen kurzen Abstecher zur Messe Bauen und Wohnen. Vom 11. bis zum 14. Februar findet wieder das Messe-Highlight Bauen und Wohnen in Salzburg statt. Es werden die neuesten Entwicklungen und Techniken im Bereich Bauen, Wohnen, Sanieren, Energiesparen und Heizen präsentiert. Energiesparen heißt auch Geld sparen und das ohne Komfortverlust. Alle Fragen rund um die effiziente und effektive Energienutzung beantwortet Ihnen unser Team am Salzburger AG-Stand. Besuchen Sie uns, denn energieeffizient bauen zahlt sich ein Leben lang aus. Für alle, die im Winter etwas erleben wollen, haben wir den Salzburger Turnski-Winter ins Leben gerufen. Was Sie dort erwartet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Geführte Abendskitouren im Bundesland Salzburg für Turnski-Einsteiger und Fortgeschrittene. Materialcheck, Techniktraining und wertvolle Tipps von den Profis inklusive. Ein nächtliches Bergerlebnis für alle mit Gipfelgetränk, geselligem Beisammensitzen und gemeinsamer Abfahrt ins Tal. Alle Infos, Termine und Anmeldungen unter www.salzburger-turnskiwinter.at. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Touren in ganz Salzburg. Wann und wo diese stattfinden, erfahren Sie übrigens im Internet. Themenwechsel, wir kommen zu Cablelink. Vorbei ist die Zeit der schweren Röhrenfernseher, wie im Hintergrund. Analoges Fernsehen wird in ganz Österreich im September 2016 abgeschaltet. Fernsehen wird also noch interessanter werden. Mediatheken, 4K-Fernsehen und Applikationen, das sind die Fernsehtrends der Zukunft. Ab September 2016 wird das Kabelfernsehen der Salzburger AG nur mehr digital gesendet. Alte Röhrenfernseher wie dieser sind dann out. Das sind jetzt einfach die Geräte aus einer Generation, die einfach jetzt auslaufen werden. Man wird wann die Analogabschaltung dann durchgeführt wurde, dann wird dieses Gerät ohne eine zusätzliche Box nicht mehr die normalen Programme empfangen können. Es wird also Zeit zu wechseln. So kann man auch die vielen Vorteile der digitalen Übertragung nutzen. Digitales Kabelfernsehen ist heute Stand der Technik. Es bietet bis zu 170 Fernsehkanäle in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität. Auch HD-Fernsehen ist möglich, das ist nochmal eine höhere Bildauflösung. Und digitales Kabelfernsehen ist bei jedem Kabelkunden freigeschaltet. Man muss nur ein digitales Gerät anschließen, Sendersuchlauf durchführen und schon schaut man ohne Mehrkosten digitales Fernsehen. Durch digitales Fernsehen kann Cablelink allen Salzburger AG-Kunden bestes Fernseherlebnis und TV-Unterhaltung anbieten. Also jetzt 2016 wird ein sehr interessantes Jahr für alles, was Unterhaltungselektronik und Fernsehen betrifft. HBBTV wird natürlich immer stärker und immer mehr werden. Wir haben Oberflächen, mit denen wir keine Zusatzgeräte mehr brauchen. Und wir haben natürlich jetzt mit 4K die vierfache HD-Auflösung, die von der Qualität natürlich sehr, sehr gut ist. Voraussetzung dazu natürlich digitale Quellen wie DVB-C, DVB-S oder DVB-T. Nach der Umstellung auf digitales Fernsehen können Sie zum Beispiel Mediatheken nutzen oder mit dem Fernseher ins Internet einsteigen. Was natürlich jetzt bei den neuen Geräten genauso möglich ist, ist eben jetzt diese ganze Internetnutzung. Wir haben eben schon in der Oberfläche der Geräte jetzt zum Beispiel Maxdome, Netflix, Amazon Instant Video integriert. Das heißt, ich brauche keine extra Geräte mehr dazu. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel YouTube oder was auch immer dementsprechend zu verwenden und direkt eben auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, man braucht keinen Computer mehr dazu. Wir empfehlen unseren Kunden bereits jetzt auf digitales Kabelfernsehen umzusteigen und so alle Vorteile nutzen zu können.
Informieren Sie sich im Internet oder melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen und unterstützen Sie bei der Umstellung. Auf der Webseite haben wir auch einen Quick-Check. Da können Sie sich informieren, ob Sie noch analog oder bereits digital fernsehen. Schon in früher Kindheit hat man Berufswünsche. Die einen wollen Feuerwehrmann werden, die anderen Architekten, Tierarzt oder Krankenpfleger. Auch unsere Energiedetektive haben Berufswünsche und so wie sie uns jetzt den Energieberater erklären, wissen wir schon, wo die Reise hingeht. Dass er uns hilft, dass wir nachdenken, was wir heute so sparen können von Energie. Er sagt uns eigentlich auch, was für Energien jetzt erneuerbar sind, was man also benutzen sollte und was eigentlich nicht so gut ist. Und er erklärt uns auch, wie man Energie sparen kann. Es ist sehr hilfreich, weil so kann man mehr Energie sparen. Energie ist ja, wie man sagt, eigentlich Energie. Und die gibt es eigentlich nicht grenzenlos. Irgendwann hat eine Energie einmal Pause. Und der Energieberater sagt uns, wenn man es verhindern kann, dass die dauernd Pause macht, die Energie. Der Energieberater oder die Energieberaterin, der kennt sich beim Thema Energie so richtig gut aus. Nämlich beim Thema Energieverbrauch, aber auch Energieerzeugung. Und darum hilft er den Betrieben, den Haushalten, wer immer seine Hilfe braucht, dabei mit möglichst wenig Energie auszukommen und auch die richtige Energie zu verwenden. Sprich, vielleicht eine kleine Photovoltaikanlage einzusetzen. Und zu guter Letzt muss man es auch bezahlen. Und der Energieberater kennt sich auch da sehr gut aus, wenn es um Förderungen geht. Also damit ein bisschen ein Zuschussgeld es leichter macht, dass man mit der richtigen Energie seinen Bedarf deckt. Das macht der Energieberater und noch manches mehr. Alle Folgen unserer Energiedetektive finden Sie übrigens auch auf der Homepage der Salzburger AG. Prävention bei der Forstarbeit ist unser nächstes Thema und welchen Weg da die Salzburger AG geht, das zeigen wir dann jetzt. Die Waldarbeit, besonders das Fällen der Bäume mit der Motorsäge, ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der leider immer wieder schwere Unfälle passieren. Aus diesem Grund ist eine gute Ausbildung, richtiges und gut instand gesetztes Werkzeug, richtige Einschätzung und Beurteilung der jeweiligen Fallsituation und die richtige Arbeitsweise sehr wichtig. Für ein unfallfreies Arbeiten im Wald ist eine forstliche Ausbildung entscheidend. Dabei spielen die landwirtschaftlichen Fachschulen eine wesentliche Rolle, weil da die jungen Männer, die Jugendlichen von der Pike auf lernen, wie man unfallfrei arbeitet. In Salzburg gibt es auch für Erwachsene die Möglichkeit, ihr Praxiswissen aufzufrischen und zu erweitern, indem sie das forstliche Kursangebot der Landwirtschaftskammer nutzen. Besonders wichtig ist uns das unfallfreie Arbeiten an der Motorsäge, weil, wie wir alle wissen, leider noch viel zu viele Unfälle in diesem Bereich passieren. Das heißt, unsere Schüler arbeiten sehr viel sozusagen im Trockentraining, bevor sie dann wirklich in den Wald hinausgehen und dort lernen, fachgerecht Schwachholz bis hin zum Starkholz zu fällen. Sollte eine Baumfällung im Bereich einer Stromleitung stattfinden, ist es äußerst wichtig, den Netzbetreiber davon rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Ich bin Waldbesitzer da in Wörlemose heraus und möchte entlang vor der Leitung ein paar Bäume schmeißen. Jetzt möchte ich da auf euch auf weitere Hilfe erwarten. Im Regelfall gibt es noch einen Lokalaugenschein vor der Schlägerung des Baumes, wo sich Waldbesitzer und Netzbetreiber über die Vorgehensweise und Sicherheitsmaßnahmen beraten. Zum dem Baum praktisch, dass der geschmissen wird und weitere auch noch da vier. Da oder? Da waren auch noch ein paar die Bäume, die ja, muss ich auch gleich mitnehmen. Wie gesagt, auf alle Fälle Stromabschaltung von der Leitung ist erforderlich und dann muss man natürlich die mechanische Beschädigung darf man auch nicht vernachlässigen. Das heißt, der Baum gehört natürlich mit einer Seilwende in die Richtung ausgezogen, nicht dass wir dann die ganze Leitung runterfliegen. Der Netzbetreiber sollte mit genügend Vorlaufzeit, also mindestens 3 Tage vor den geplanten Arbeiten, informiert werden. Nachdem der Strom dann abgeschaltet wurde, steht den Waldarbeiten nichts mehr im Wege. Ganz allgemein gilt aber bei jeder Baumfällung mit der Motorsäge, dass der Motorsägenführer einmal seine gesamte persönliche Schutzausrüstung trägt,
dass seine Arbeitsmittel in einem einwandfreien Zustand sind, dass er den Gefahrenbereich mit den dafür gesetzlich vorgeschriebenen Absperrtafeln absichert, dass er eine Umgebungs- und Witterungsbeurteilung vornimmt, dass er weiter eine Baumbeurteilung vornimmt. Er überlegt sich, wo will er den Baum hinfällen. Danach richtet sich das, ob es sich um einen Vorhänger, um einen Rückhänger oder Seithänger handelt. Er muss die Baumlänge richtig beurteilen und sehr wichtig ist auch der Gesundheitszustand des Baumes. Je nach Fällsituation ist der Einsatz von zusätzlichen Hilfsmitteln nötig. Meistens wird eine Seilwinde eingesetzt und hier ist es wichtig, dass das Seil über dem Schwerpunkt des Baumes befestigt wird. Der Rückzugsweg und der Arbeitsplatz rund um den Baum muss aufgeräumt sein. Aufgrund der Baumbeurteilung ist es dann wichtig, dass man die richtige Felltechnik bzw. die Schnittführung anwendet. Bruchleistenstärke, Bruchstufe, eventuell Herzstich, Splintschnitte und so weiter. Weiters ist wichtig, die Warnrufe zu machen, immer in Verbindung mit der Fellbereichskontrolle. Wenn der Baum dann fällt, ist der Blick des Motorsägenführers immer nach oben in den Kronenbereich und er zieht sich möglichst rasch auf den vorher vorbereiteten Rückweicheweg aus dem Gefahrenbereich zurück. Führen Sie niemals eine Fellarbeit alleine durch und halten Sie Kontakt zum Mitarbeiter. Erste-Hilfe-Materialien müssen bereit liegen und achten Sie auch darauf, dass die Rettungskette funktioniert. Wenn man alle diese Punkte beachtet, sind sehr viele Gefahren schon im Vorfeld ausgeschalten. Trotzdem ist und bleibt die Fellarbeit mit der Motorsäge eine nicht ganz ungefährliche Arbeit. Sollte der Baum nun doch in die Freileitung gefallen sein, müssen Sie Folgendes beachten. Auf keinen Fall der Gefahrenstelle annähern, sondern in kleinen Schritten den Bereich verlassen, sich mehrere Meter entfernen und die Gefahrenstelle absichern. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass ein Seil am Boden liegt. Sie müssen davon ausgehen, dass die Leitung noch unter Spannung steht. Wichtig ist, sofort den Netzbetreiber anzurufen und folgende Informationen mitzuteilen. Wo ist es passiert? Was ist passiert und wer wurde verletzt? Der Netzbetreiber veranlasst die Freischaltung der Leitung und die sichere Entfernung des Baumes. Das Thema Sicherheit, Arbeitssicherheit, Personensicherheit, aber als Netzbetreiber natürlich auch das Thema Versorgungssicherheit ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen. Darum schulen wir unterweisen, wir machen im Vorfeld auf mögliche Gefahren aufmerksam. Eine gemeinsame Präventionsarbeit mit Schulen, wie in diesem Fall die Landwirtschaftliche Fachschule Glessheim, ist uns hier besonders wichtig. Der Wolfgangsee gilt als einer der schönsten Seen Europas und lockt die Menschen seit Jahrhunderten ins Salzkammergut. Neben der Linienschifffahrt können Schiffe auch für private Feierlichkeiten oder Firmenveranstaltungen gemietet werden. Ob Hochzeit, Firmenfeier oder Seminar, alles ist möglich. Vom Abendessen bis zur Firmenpräsentation, bis zur Hochzeit, bis Kaffee und Kuchen Nachmittag, Hochzeitstorte anschneiden, Brautstellen. Also wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten vom Tanz am Abend, wobei Livebands spielen. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß. Eine Hochzeit auf dem See macht den schönsten Tag im Leben zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Wer möchte, fährt mit dem Wolfgangsee-Schiff stilvoll zur Trauung und genießt an Bord einen gemütlichen Sektempfang. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass diejenigen, die Hochzeiten wollen oder heiraten wollen, entweder kirchlich oder standesamtlich heiraten am See. Die Möglichkeit besteht natürlich in allen drei Orten, malerischen Orten St. Wolfgang, St. Kilgen und in Strobl, muss aber in der jeweiligen Hoheitsgebiet der Gemeinde stattfinden. Ja, sobald der Termin feststeht, ist es so, dass die Gäste zu uns kommen. Wir machen das dann dementsprechend fix, schauen, was machen wir am Schiff nach der Hochzeit, einen Sektempfang, schneiden die Hochzeitstorte an. Alles, was das Herz begehrt. Alle 6 Schiffe können für Hochzeiten und andere Veranstaltungen gemietet werden. Auf Wunsch koordiniert und plant ein erfahrenes Team den Event und kümmert sich um das Catering, die Ausstattung und das Rahmenprogramm. Es gibt Kurzentschlossene, wo wir heute halt dann schauen, dass wir noch was auf die Beine stellen. Aber meistens sollte es schon ein halbes, dreiviertel Jahr vorher sein, sich das Ganze durchzuüberlegen.
Wir haben die Kapazität von 20 Personen bis 250, ist kein Problem. Machen wir gerne, ob wir mit einem oder zwei Schiffe fahren, das liegt dann an der Größe der Gruppe. Auch kulinarisch wird man vom Team der Wolfgangsee-Schifffahrt verwöhnt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man direkt am Schiff dann isst, quasi das Hochzeitsmahl einnimmt? Ja, natürlich gibt es diese Möglichkeit. Wir haben verschiedenste Menüs im Angebot. Wir kochen live. Unsere Köche Mario und Manfred kochen für Sie das, was ihr jetzt begehrt. Jetzt würde mich noch ganz besonders interessieren, wie könnte denn so ein Brautstellen am Schiff ausschauen? Ja, da gibt es sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Wir fahren eine nette Runde von 1 bis 2 Stunden. Das Schiff liegt an, die Braut wird vom Schiff weggestohlen. Oder man kann es auch ganz anders machen. Es kommt ein Motorboot und entführt die Braut. Haben wir alles schon gehabt. Eine gute Geschichte und natürlich für die Braut Action und für die Gäste auch. Alle Informationen und Angebote finden Sie auch im Internet.